Hallo, liebe Diablo 2 Resurrected-Spieler. In diesem Video geht es um das Schlüsselfarmen. Es geht um die Schlüssel, die euch die Portale öffnen zu den Gegnern, die Organe droppen, mit denen ihr wiederum das Portal nach Ubatristram öffnen könnt. Und in Ubatristram findet ihr die allseits begehrte Höllenfeuerfackel, ein sehr, sehr kostbares Item, das viele unbedingt in ihrem Inventar haben wollen, weil das so massive Boni gibt. Und damit ihr nach Ubatristram kommt, müsst ihr erstmal die Organe erbeuten. Und um Zugang zu den Gegnern zu kriegen, die Organe droppen, braucht ihr die Schlüssel. Von den Schlüsseln gibt es insgesamt drei unterschiedliche Schlüssel. Von denen müsst ihr auch alle drei jeweils einmal in euren Horadrim-Würfel legen. Dann geht ein Portal auf zu einem dieser Zwischengegner. Und ihr müsst insgesamt drei dieser Portale öffnen, sodass ihr auch zu allen dreien kommt, um von allen dreien das Organ zu bekommen. Und diese drei Organe könnt ihr wiederum in den Horadrim-Würfel legen und dann geht das Portal nach Ubatristram auf. Das funktioniert nur auf dem Schwierigkeitsgrad Hölle und nur im Dorf im fünften Akt in Harrogath. Das ist der einzige Ort, wo man diese Portale öffnen kann. Gut, die Schlüssel findet ihr erstmal den ersten Schlüssel des Terrors bei der Gräfin im ersten Akt Hölle im dunklen Turm in den Düstermarschen auf der Stufe 5. Da befindet sich die Gräfin. Die Gräfin ist immer kälteimmun. Das heißt, ihr müsst gucken, entweder habt ihr einen Charakter, der eben keinen Kälteschaden macht, dann kann er die einfach umhauen. Oder, falls ihr zum Beispiel eine Frostzauberin seid, dann könnt ihr das auch euren Söldner machen lassen. Die ist nicht so stark, die schafft ein hoher Söldner auch recht gut. Der Weg dorthin ist relativ lang, ist der längste Weg von allen, weil man erstmal in den Düstermarschen den Turm finden muss und dann eben durch die fünfte Ebene, also bis runter auf die fünfte Ebene und durch die auch noch durch muss, um dann zu diesem Gegner zu kommen. Generell muss man sagen, das gilt für alle dieser Orte, wo man Schlüssel finden kann. Die Droprate ist gering. Ich weiß nicht, wo sie prozentual genau liegt. Also von meinem Gefühl her ist es bestimmt ein Verhältnis 1 zu 15. Also das heißt, wenn man Pech hat, dann hat man sogar recht viele Runs, bis man dann mal einmal einen Schlüssel findet. Das ist schon, manchmal ein bisschen frustrierend. Von daher seid nicht erschrocken, wenn ihr jetzt bei den ersten 10, 15 Versuchen vielleicht keinen findet. Das kann sein. Er droppt dort trotzdem. Ja, der zweite Schlüsselboss sozusagen, den findet ihr in der geheimen Zuflucht im zweiten Akt Hölle. Der Beschwörer. Da müsst ihr auch einmal in der geheimen Zuflucht gucken, in welcher der vier Richtungen befindet er sich. Da könnt ihr Glück haben und ihr habt ihn sofort. Ihr könnt Pech haben und es ist tatsächlich erst der vierte Arm, den ihr langlauft, wo ihr ihn dann findet. Auch er hat eine ähnlich niedrige Droprate für diesen Schlüssel des Hasses, ist aber dafür sehr, sehr leicht zu besiegen. Also das ist mit Sicherheit der leichteste der drei, ich sag mal, Mini-Bosse für die Schlüssel. Zu guter Letzt haben wir Nilatak im fünften Akt in den Hallen von Fort. Der ist mit Sicherheit der schwierigste. Man kommt zwar relativ gut hin, wenn man das nach einer Weile raus hat, dann ist der Weg zu ihm relativ leicht. Da gibt es, glaube ich, nur drei verschiedene Map-Arten, wo er sein kann. Und auch wenn man dann auf seiner Ebene ist, findet man sich da doch recht zügig zurecht, dass man ihn schnell findet. Aber der macht eine Kadaverexplosion, die ist sehr, sehr stark. Da sind sehr, sehr viele Gegner, die auch immer ein bisschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Immunitäten haben, unterschiedliche Angriffsarten haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch einen sehr guten Konter für die eigene Klasse, die man spielt, antrifft, ist recht hoch. Deshalb würde ich den als schwierigsten Gegner sehen. Es ist auch, wenn ihr in die Handels-Channels guckt. Da werdet ihr auch sehen, dass die Schlüssel der Zerstörung, die Keys of Destruction, etwas teurer gehandelt werden als die anderen beiden, weil er einfach für manche Charaktere und manche Charakter-Spielarten sehr, sehr schwierig zu töten ist. Ja, bitte beachtet, dass wenn ihr dann diese Schlüssel habt, dann könnt ihr die entweder einsetzen, könnt die Portale öffnen, und euch an Uba Isual, Uba Duriel und Lilith
versuchen. Das sind dann diese quasi nächsten Zwischenbosse, die die Organe droppen. Oder aber ihr könnt diese Schlüssel auch verkaufen. Viele Spieler haben sich darauf spezialisiert, Ubertristram zu farmen. Und die kaufen die Schlüssel zum Beispiel gegen Runen an. Und falls ihr sagt, Ubertristram schaffe ich sowieso nicht, da habe ich nicht die passenden Charaktere zu, das ist mir zu stressig, dann könnt ihr diese Schlüssel auch farmen und einfach eintauschen gegen Runen oder auch gegen andere Gegenstände. Ich sehe auch viele, die das gegen Unix oder Set-Gegenstände Schlüssel tauschen. Also habt das auch immer als Option. Ja, das könnt ihr natürlich machen. Ja, welche Charaktere sollte man nehmen, um diese Schlüssel zu farmen? Ist natürlich mit vielen Charakteren grundsätzlich möglich. Es hängt auch immer so ein bisschen an eurer Ausrüstung. Habt ihr zum Beispiel eine Enigma? Das ist eine sehr, sehr teure Rüstung, ein Runenwort, mit dem ihr euch teleportieren könnt. Habt ihr so einen Charakter, zum Beispiel einen Hamadin, der kann das dann exzellent machen, weil die Laufwege sind relativ lang. Habt ihr solche teure Ausrüstung nicht? Und ihr wollt das schnell machen, dann bietet sich natürlich die Zauberin an, weil die hat Teleportation und kann einfach die langen Wege gerade in der geheimen Zuflucht oder im dunklen Turm abkürzen. Das spart enorm viel Zeit und gerade weil ihr sehr, sehr viele Runs machen müsst, ist diese Zeit sehr kostbar. Grundsätzlich könnt ihr das natürlich auch mit anderen Charakteren machen, zum Beispiel mit einer Assassine oder mit einem Totenbeschwörer. Die schaffen das grundsätzlich auch, wenn sie gut ausgerüstet sind und entsprechend ihre Klasse zu spielen wissen. Aber es kann viel, viel zäher sein und viel, viel länger dauern. Das müsst ihr immer im Blick haben. Also ich empfehle für den Schlüssel des Terrors und den Schlüssel des Hasses eine Zauberin zu nutzen. Zum Beispiel mit einer Kälteskillung. Und für den Schlüssel der Zerstörung mache ich das mit einem Barbaren. Aber da gibt es sicher auch andere Möglichkeiten. Probiert es am besten einfach mal aus. Jetzt im Anschluss habe ich euch ein paar kurze Videos dazu geschnitten, wie ihr sehen könnt, wie ich das mache. Und das sind natürlich auch Videos, wo dann der ersehnte Schlüssel auch tatsächlich am Ende droppt. Von daher wünsche ich euch viel Spaß und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Diablo 2 Resurrected und vielen Dank fürs Zuschauen.